Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Wir wollen heute abends ein bisschen so gefüllte Tortilla-Wraps füllen. Und zum Füllen habe ich alles dabei, aber die Tortilla-Wraps habe ich nicht. Und habe ich gedacht, bevor wir jetzt in Auto steigen, in die Stadt fahren, wegen Päckchen Tortilla-Wraps, dann backe ich lieber das schnell selber. Und das geht wirklich einfach, unkompliziert und sogar viel billiger. Und so ist das Ergebnis. Die stehen noch in Ruhe, weil wenn die dann so ein bisschen ausgebacken und dann stehen in Ruhe, werden die dann richtig schön elastisch, obwohl die sind auch schon jetzt richtig elastisch. Die kann man schon fühlen, kann man einfach so sogar essen. Die schmecken auch so gut. So, liebe Freunde, und wenn ihr Interesse habt, wie ich es dir zubereite, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Viel Spaß und danach einen guten Appetit! Für dieses Rezept habe ich vorbereitet folgende Zutaten. Mehl habe ich genommen 405 und unbedingt 7. Das haben wir. Dann geben wir ein Teelöffelchen Salz, 2 Esslöffel Olivenöl und dann brauchen wir noch heißes Wasser. Wasserkocher ist schon aufgekocht, das Wasser messe ich mir ab. Ich nehme 350 Gramm Mehl und 200 Milliliter heißes Wasser. Auf jeden Fall alle Zutaten zu dem Rezept findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Und werden wir jetzt langsam heißes Wasser reinmachen und mit den Löffel rühren, weil es ist wirklich heißes Wasser. So, immer portionsweise. Und dann Rest. So, können wir gleich auf den Tisch, auf die Arbeitsplatte geben und dann mit den Händen kneten. Vorsicht, der Teig ist noch ein bisschen heiß. So sich reintasten und so reinkneten. Alle Krümel schön reinkneten und auf keinen Fall noch mehr Wasser dazu geben. Wenn ihr denkt, dass es zu trocken ist, es geht alles noch rein. Schaut, es wird immer besser. Jetzt müssen wir ein bisschen kneten. So, wenn wir spüren, dass alles schön hier verknetet, ihr bekommt erstmal keinen glatten Teig. Schaut, mein ist auch nicht so glatt. Und deswegen müssen wir ihn einfach Zeit geben und ruhen lassen. Kann man oder mit den Schüssel umdrehen und drunter liegen lassen oder einfach nimmt man einen Beutel. Es ist dann besser. So und ungefähr so 15-20 Minuten einfach in ruhen lassen. Dann wird er viel elastischer. So, nach 30 Minuten schauen wir nach unserem Teig. Ist schön warm, so lauwarm. Bisschen auch geschwitzt, werden wir noch einmal durchkneten und dann seht ihr, wie weich und glatt wird er. Schaut, wie er war und wie es er jetzt ist. So, jetzt mache ich einfach so eine Rolle und teilen wir auf. Ich habe mir jetzt 2 Pfannen vorbereitet. Einmal etwas kleiner und einmal eine große, weil ich möchte dann schneller fertig werden und habe mir gleich 2 Pfannen vorbereitet. Und dann beim Ausrollen, dann sehe ich, wenn es größere, dann kommt sie in die größere und wenn es kleiner, kommt in die kleinere. Sonst kann man natürlich ein Stückchen abschneiden, ausrollen, dass ihr genau wisst, wie viel, wie groß sollen die sein für eure Pfanne. Bei mir eine ist oben mit dem Deckel 28, aber unten auf dem Boden ist sie nur 23. Und die kleinste ist auf dem Boden ungefähr 20. Meistens
aus dieser Mine hat es ungefähr 12 Stück geworden, plus minus. Ich mache es prima Daumen, mal die Hälfte, dann nochmal Hälfte und die dann aufteile auf 3. 1, 3. Dass ich ungefähr so 12 Stück habe. Und dann werde ich sehen, wie es das wird, klein oder groß. So, jetzt diese aufgeschnittene werde ich zu einer Kugel rollen. So. Und auf ein Brettchen drauf machen. Kann man auch ein bisschen mit Mehl bestäuben, aber der Teig klebt absolut nicht. Nicht zu Hände, nicht zum Tisch. Ihr seht es selber. So, wir machen erstmal alle Kugelchen fertig. So, dann habe ich fertig gerollt. Jetzt decke ich mit dem Folie zu und lege auch den Tuch drauf. Und lasse jetzt es auch für ungefähr so 10 Minuten ruhen. Dass der Teig wird wieder elastischer und besser dann auszurollen. So, nach 10 Minuten können wir schon anfangen. Ich stelle jetzt mal Brettchen an die Seite, die sind jetzt etwas weicher geworden. Dann habe ich mir schon vorbereitet einen Teller. Auf den Teller lege ich ein feuchtes Tuch. Den mache ich einfach mit so einem lauwarmes Wasser nass. Der Tuch soll sauber sein und ich hoffe, ihr macht eure Handtücher nicht mit dem Weichspüler oder sowas, sonst bekommt ihr den Geruch von Weichspüler in eurem Essen. Ja? So, ist die jetzt nass, lege ich auf den Teller und das brauchen wir dann später beim Backen. Da werden wir unsere fertige Raps da drauf legen und immer zudecken, dass die feucht bleiben, dass sie dann nicht trocken werden und werden nicht bröcken. Wir wollen auch irgendwas in die einrollen oder reinfalten. So, aber jetzt erstmal nehmen wir eins und rollen wir das aus. Ausrollen müssen wir ziemlich dünn, dass sie richtig schöne, dünne Fladen werden. Und schaut, wir brauchen kein Mehl, kein Öl, gar nichts. Das ist auch perfekt, jetzt beim Fasten sowas zu bereiten. Die kann man auch etwas in Vorrat machen. Ich habe die schon mal sogar angefroren und dann haben wir immer wieder so viel rausgenommen, wie ich brauchte. Ist wirklich bequem. Ich rolle erstmal ein paar, kann man ein bisschen so ziehen, vor und dann fange ich zu backen und nebenbei dann auch rolle, weil zum Ausbacken geht das wirklich sehr schnell. Und lege erstmal an die Seite und wenn die ein paar Minuten gelegen, dann werden die wieder etwas weicher und kann man die ein bisschen auch ziehen. So, erstmal bereite ich mir ein paar vor. Bar habe ich schon vorgerollt und die Pfanne habe ich schon auch angemacht zum Heißwerden und da können wir schon anfangen. Aber dafür nehme ich euch zu meinem Herd. So, die Pfanne beide sind an, die ist schon richtig schön heiß. Da kommt gleich die erste auf die trockene Pfanne, meine Lieben. Nee, kein Öl, nichts. Hier kommt die nächste. Etwas größere habe ich. Passt sehr gut. Und werden wir von beiden Seiten die so nach eurer gewünschten Grad, wie soll die braun sein. Manchmal mache ich die zum Beispiel füllen und dann nochmal in die Pfanne mit Ei, sozusagen in Ei tauchen und dann nochmal anbraten. Dann mache ich die nicht so, so knusprig und braun. Aber wenn ich zum Beispiel wie heute zum Abendbrot wollen wir die füllen und gleich essen, dann etwas bisschen bräunlicher machen. Immer mal ein bisschen mal schauen und rechtzeitig dann umdrehen. Und wie gesagt, erstmal auf den feuchten Tuch drauflegen. Und dann habe ich mir noch eine Sprühflasche vorbereitet, dass ich die dann besprühe. Oder nimmt man eine Schale mit Wasser und Pinsel. Schauen wir mal kurz. Die kann man ein, zwei Mal wenden einfach. Schaut ihr, wie luftig sind die. Richtig so wölben. Und nebenbei kann man weiter ausrollen. So, kurz noch auf andere Seite und dann kann man rausnehmen und die nächste drauflegen. Es geht wirklich wunderbar schnell.
So, es ist eigentlich ausreichend, wie gesagt, auf den feuchten Tuch und dann besprühe ich oder mit dem Pinsel bestreichen. Von beiden Seiten. Habt keine Angst, es wird nicht nass. So, dann gleich den nächsten. Auch schnell besprühen und mit feuchtem Tuch zudecken. Und dass dieser Dampf nicht weggeht, könnt ihr auch nochmal einen Beutel drauf machen. Und hier geht es dann weiter. Ich habe jetzt ja meine Hitze auf etwas sogar niedriger als die Hälfte, weil den Herd hier, was ich habe, wirklich sehr heiß. Deswegen schaut ihr nicht auf die volle Bulle, sondern wirklich auf die mittlere Hitze, das nicht verbrennt. So, erstmal braten wir alle fertig. So, meine Lieben, sind wir wieder mal fertig. Habe ich die schon alle ausgebacken. Schaut ihr, wie toll sehen die aus. Und wenn ihr merkt, hier ein bisschen noch vielleicht trocken, könnt ihr ruhig noch ein bisschen besprühen. Weil ich finde, mit Pinsel kommt etwas mehr Wasser dran als mit dem Sprühen. Jetzt decke ich mit diesem Tuch nochmal zu und gebe auch sogar den, so einen Plastikbeutel drauf, dass sie so ein bisschen, die sind noch warm, dass die ein bisschen schwitzen. Und lassen wir die ungefähr so 30 Minuten stehen. Und dann können wir die verwenden. Dann sind die richtig schön weich und elastisch und kann man die füllen und alles machen, was man möchte. Aber schaut, die sind sogar jetzt schon, wenn ich jetzt so ein bisschen unterer nehme, wie elastisch sind. Die brechen nicht, die kann man alles mit denen machen, was man will. So, liebe Freunde, ich hoffe, es wird euch gefallen und einer oder die andere das selber nachbackt und selber für sich, für seine Familie es macht. Es ist wirklich einfach und braucht man so wenig Zutaten. Ein bisschen Mehl, Wasser, Salz und etwas Öl. Und das war's. So, liebe Freunde, ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!